Heute führt unser Weg am Sturt Highway über Mildura nach Wentworth. Immer wieder bleiben wir stehen, um den Fluss, der sich durch die Landschaft wie eine Schlange schlängelt, zu filmen. Willkommen in Victoria. Etwas mickrig, das Begrüßungsschild. Unser Campingplatz liegt direkt am Darling River, der 1 Kilometer flussabwärts in den Murray River mündet. Es ist noch viel zu heiß, um das Zelt aufzustellen, und so genießen wir die Flusslandschaft und warten auf Abkühlung. Viele Australier verbringen hier Wochen, vor allem zum Fischen und Bootsfahren. Hier in Wentworth vereinen sich die beiden größten Flüsse Australiens. Bei der Schleusenanlage das gleiche Bild. Pelikane und Kormorane, die auf Fische warten. Am Silver City Highway geht es Richtung Norden, nach Broken Hill. Eine große Gruppe von Emus, die mit viel Glück den Highway überqueren. Broken Hill ist eine Bergbausiedlung mit knapp 18.500 Einwohnern im äußersten Westen des australischen Bundesstaats New South Wales. Der erste Europäer in der Region war der oberste Landvermesser von New South Wales im Jahr 1841. Im Jahr 1844 entdeckt Charles Sturt bei seinen Erkundungen den Barrier Range. Sturts Beschreibung der Gesteinsformationen von 1848 führt 1867 zu einem Goldrausch, der durch Wassermangel und das Nicht-Auffinden von Gold ein jähes Ende findet. Zu diesem Zeitpunkt wird nur nach Gold und nicht nach anderen Metallen oder Erzen gesucht. Die reichhaltigen Silbervorkommen werden übersehen. Die Stadtgründung findet erst im Jahr 1883 statt. Charles Rasp entdeckt in der Region einige Gesteinsformationen, unter anderem Quarzaufbruch, und nimmt Proben von einem Metall mit, von dem er glaubt, dass es Zinn sei. Eine Analyse ergibt eine hohe Konzentration von Silber und Blei sowie Spuren von Zinn. Die Konzentration von Silber in dem von Rasp gesammelten Erz ist höher als in jeder bis dahin bekannten Ausbaustätte. Rasp sichert sich mit dem Syndicate of Seven, einem 16 Hektar großen Claim, sowie die 6 um diesen ursprünglich liegenden Claim von jeweils 16 Hektar. Heute ist der Bergbauboom vorbei. Das Blei-Silber-Zinksulfid wird aber noch immer in großen Mengen industriell abgebaut. Auch ehemals stillgelegte Minen werden wieder in Betrieb genommen, um tiefer gelegene Erzvorkommen unter der Stadt abzubauen. Die Stadt hat sich in der Einsamkeit behauptet und bildet das Tor von New South Wales zum Outback.
20 Kilometer außerhalb von Broken Hills führt über eine Sandstraße der Weg zur Daydream Mine, die man bei einer einstündigen Besichtigungstour mit einem Bergmann erkunden kann. In solchen kleinen Steinhütten wohnten die Leute. Helm und Lampe sowie feste Schuhe sind ein Muss und danach geht es in die Tiefe. Call up Evie and she'll get some serious aid down here pretty quickly. If you had to emergency evacuate the mine, just to the right of the tea room over here. Hier wird kein Silber oder Gold mehr abgebaut. Die Einnahmen der Besucher dienen zur Erhaltung der Mine. Silverton wird 1890 gegründet. Wie der Name der Stadt erkennen lässt, wird hier einst noch Silber gegraben. Die Stadt floriert und wächst. Als jedoch im nahen Broken Hill ein viel größeres Silbervorkommen entdeckt wird, beginnt der Abstieg Silvertons. Bekannt wird die Stadt auch durch den Film Mad Max 2. Von zuvor etwa 3000 Einwohnern sind 1901 nur noch 300 übrig. Immer mehr Leute ziehen von Silverton nach Broken Hill. Heute liegt die Einwohnerzahl von Silverton offiziell bei 89 Personen. Der Friedhof aus der Pionierzeit.